Und ein herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Chaos Theory. Nun sind wir hier. Mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Erstmal New York, bei den Nachrichten. Der Leichnam des gekidnappten Computerspezialisten Bruce Morgenholt ist heute Morgen in einer Villa in Peru entdeckt worden. Den Ermittlungen zufolge ist sein mutmaßlicher Mörder Hugo Lacerda, der Anführer einer Guerilla-Organisation namens Stimme des Volkes. Hier nun Bilder vom Auslaufen des hochmodernen Kriegsschiffes USS Walsh. Es ist auf dem Weg ins Gelbe Meer zu seinem ersten Einsatz. Minister Mason nannte es die Waffe des 21. Jahrhunderts. Es bekräftige Amerikas Bündnistreue zu seinen japanischen Verbündeten. Wir hoffen darauf, dass die Anwesenheit der Walsh, die mit der modernsten Rüstungstechnologie ausgestattet wurde, die unser Land zur Verfügung hat, als deutliches Zeichen unsererseits Frieden einkehren lässt. Den Informationen, die du in Peru sicherstellen konntest, zufolge, sieht es so aus, als sei Hugo Lacerda von Dritten mit der Entführung und Befragung Morgenholz beauftragt worden. Man hat ihn dafür mit Waffen bezahlt. Anscheinend benutzt Lacerda diese Waffen nun, um seine eigenen Männer aufzurüsten und um Schulden bei anderen Guerilla-Gruppierungen zu begleichen. Obwohl Lacerda in diesem Spiel nicht die wichtigste Figur ist, besteht die Möglichkeit, dass Morgenholt ihm Dinge verraten hat, die nicht für ihn bestimmt waren. Die Maria Narcissa befindet sich auf offener See. Es gibt also kein Entkommen für das Schiff. Gehe an Bord, durchsuche das Schiff und finde heraus, wer Lacerdas Geschäftspartner sind. Sorge danach dafür, dass Lacerda nicht mehr in der Lage ist, seine Informationen weiterzugeben. Morgenholz Kenntnis okay, über Messis Colonels Rekursion. Wir werden dich mit dem Helikopter etwa 40 Kilometer vor der ich Maria Narcissa. Während auch. Der gesamten Zeit wird sich die Walsh in Helikopterreichweite der Maria Narcissa befinden. Ist das noch interessant? Wir müssen ihnen also bei der Evakuierung helfen können. Wenn alles gut geht, werden wir sie, sobald sie mit dem Beiboot aus der Reichweite des Schiffes sind, abholen. Okay. Na dann, nächstes Mal nehmen wir mal gucken. Nee, nehmen wir nochmal hier Wending. Ja. Fischer, wir haben gerade den Wartungsbericht vom letzten Aufenthalt im Trockendock erhalten. Auf der Maria Narcissa wurde ein zentrales Alarmsystem installiert. Lass mich raten. Wenn ich dreimal den Alarm ausgelöst habe, ist die Mission vorbei. Natürlich nicht, Fischer. Das ist ja schließlich kein Videospiel. Aber wenn du nicht willst, dass man auf dem ganzen Schiff von deiner Anwesenheit weiß, solltest du vorsichtig sein. Ja, es soll schon nur ein Hinweis sein, was Fischer gesagt hat an uns. Wenn wir dreimal den Alarm auslösen, ist das Spiel zwar nicht vorbei, aber dann kann man es fast unmöglich schaffen, ohne... Na komm. Verdammt! Ey, ich wollte dich gar nicht töten. Ey, Scheiße. Komm schon weg hier. Ich nehme mal. Kann ich den vielleicht hier drüber werfen? Nein, kann ich nicht. Komm zurück. Eine wirklich schöne Nacht. Wie groß ist die Mannschaft? Wie viele Männer befinden sich an Bord? Insgesamt? Wir sind, glaube ich, 36. Aber da sind Lacerda und seine Söldner mitgezählt. Wo steckt Lacerda? Er war vorhin hier, vor 20 Minuten. Hat sich über seine Unterbringung beschwert. Sagte, dass er eine andere Kabine haben will. Okay. Danke. Lacerda ist mittlerweile vermutlich betrunken. Okay. Sie werden Lacerda kaum irgendwo finden, wo Arbeit zu erledigen ist. Das ist mir klar. Okay, bleibst du mal schon hier?
schlaf schön. Er wollte bestimmt die Leiche suchen gehen. Oder den Betäubten. Gehen wir mal hier ein bisschen schneller. Gut. Nein, schnell. Ist da jemand? Ja. Nein, man schnell. Er ist nicht alarmiert. Das ist gut für uns. Ich kümmere uns um ihn. Fischer, sieht so aus, als würde Lacerda seinen neu gewonnenen Reichtum nutzen. Er bezahlt seine Schulden mit einem Teil der Waffen, die ihm geliefert wurden. Ihr wollt, dass ich noch ein paar Waffenkisten mehr scanne? Noch besser. Befestige Peilsender daran, dann können wir feststellen, für wen sie letztendlich bestimmt sind. Okay. Okay, wo sind die denn? Okay. Ich schaffe mal diese Mission, ja komm. Da ist eine. Okay. Nein. Auf Baller wollen wir nicht. Gute Arbeit, Sam. Das ist die erste Kiste. Halte die Augen nach weiteren. Sorry? In Ordnung. Noch immer hier. Ja, nee. Zu ihm wollen wir jetzt nicht. Warte mal, kommen wir hier weiter, da? Bin ich hier auch letztendlich weiter? Nee. Schön. Okay. Fischer, wir haben gerade einen Funkspruch von der Maria Narcissa abgefangen. Sie meldet ein Leck im Rumpf und bittet um Geleit. Der Kahn sinkt? Nein, aber offenbar sind einige Lagerbereiche überflutet. Du musst die Bilge im vorderen Maschinenraum aktivieren, um Zugang zu allen Frachträumen zu bekommen. Alles klar. Nein. Okay. Ganz schön laut hier unten. Oh mein! Erleichtert es mir nicht aufzufallen. Was ist hier drin? Die Hilfspumpe. Einige Frachträume sind geflutet. Die Pumpe müsste das Wasser abpumpen können. Danke für die Information. Ich will nicht sterben. Wirst du auch nicht. Das kannst du mir im Weg. Okay. Da drin müsste sich eine große Pumpe befinden, die du verwenden kannst, um den vorderen Frachtraum trocken zu legen. Ich werde sie suchen. Das ist der Alarmfischer. Scheiße. Ich warne dich. Sei vorsichtig.
Na gut. Das ist natürlich fail jetzt. Jemand hat den K.O. geschlagen. Einfach ruhig. Hält sie gleich nicht mehr K.O., sondern tot. Gute Arbeit. Die überfluteten Bereiche müssten bald leer gepumpt sein. Jetzt kannst du nach dem Frachtbrief suchen, der zu Lacerdas Lieferung gehört. In Ordnung. Dunkel, dann muss ich wohl wieder. Jo. Muss besser. Ja. Ich wette, dass Lacerdas Container sich irgendwo in diesem Frachtraum befindet. Der Frachtbrief müsste an seiner Seite befestigt sein. Ich werde mich mal umsehen. Gute Arbeit, Sam. Sieht so aus, als würden diejenigen, die die Waffen an Lacerda geliefert haben, über Strohmänner agieren. Über wen läuft die ganze Geschichte? Mercantil Costa Afuerda Securidad de Panama. Offshore-Banker? Ja, die von der zigarrenkauenden Sorte. Großartig. Ich liebe Bürokraten. Du musst immer noch die Frachtbücher finden, damit wir rausbekommen können, mit wem Lacerda sonst noch Geschäfte macht. Versuch's im Büro des Schiffes. Dort müsstest du fündig werden. Ja. Sag mir bitte, dass du die Rettungsinseln gefunden hast. Da ist einer auf dem Boot. Da sind auch welche. Außerdem ist da noch ein Motor. Sind die doch Inseln für alle da? Okay. Und dann weiter. Und ich mache hier einen kleinen. Die Sensoren in deinem Anzug melden eine hohe Gaskonzentration. Ja, ich kann es riechen. Muss ein Gasleck sein. Könnte genug sein, um ein erhebliches Explosionsrisiko darzustellen. Du darfst im Maschinenraum auf keinen Fall schießen. Na wunderbar. Erwarte bitte nicht, dass die Jungs dort clever genug sind, um die Gefahr auch zu bemerken. Gut möglich, dass sie auf dich schießen, sobald sie dich entdeckt haben. Ich verstehe schon. Ich soll dafür sorgen, dass man mich nicht sieht. Okay, dann mache ich hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann hier auf eine gefährliche Seite. Tschüssi.